Die Entwicklung des Seegüterumschlags im Hamburger Hafen hat sich im ersten Halbjahr stabilisiert und erreicht eine Menge von 70,2 Millionen Tonnen. Das war die Botschaft der Halbjahrespressekonferenz vom 16. August. Der Containerumschlag blieb mit 4,5 Millionen TEU nur knapp unter dem Vorjahresergebnis. Der im Vorjahr verzeichnete Einbruch im Containerverkehr mit China und Russland ist inzwischen nahezu gestoppt. Häfen sind ja immer abhängig davon, wie das mit ihren Handelspartnern aussieht. Und unsere beiden Haupthandelspartner sind China und Russland. In China stellen wir fest, dass das Wachstum sich halbiert hat gegenüber den Riesenwachstumsraten, die man früher hatte. Und das hat natürlich Auswirkungen auf den Warentransport und auch auf den Warenaustausch. Und in Russland, unserem zweitwichtigsten Markt, haben wir die bekannten Probleme, die Wirtschaft schrumpft. Und gemessen daran ist es allerdings so, dass wir durchaus zufrieden sind im Moment. Es ist nicht schlechter geworden. Wir haben sogar im ersten Halbjahr ein Plus von 2,3% zu verzeichnen. Zulegen konnte auch der Gütertransport auf der Schiene von und zum Hamburger Hafen. Die per Eisenbahn transportierte Gütermenge stieg im ersten Halbjahr auf 23,8 Millionen Tonnen und liegt 3,9% über Vorjahr. Damit baut Hamburg seine führende Position als größter Eisenbahnhafen Europas weiter aus. Eine besondere Rolle spielt nach wie vor der nicht containerisierte Stückgutumschlag. Der Umschlag von Schwergut- und Projektladungsgeschäft im Hamburger Hafen ist insbesondere wichtig, weil es eine hohe Wertschöpfung in diesem Bereich gibt, da viele Mitarbeiter beschäftigt werden müssen, um diese hochspezialisierten Güter umzuschlagen und in Schiffe zu verladen. Verlader schätzen die dafür vorhandene Infrastruktur im Hafen Hamburg sehr. Mit der Möglichkeit, die wir hier vor Ort vorsehen, also das heißt Krananlagen, wir haben hier Umschlagsmöglichkeiten, wir haben Direktanlieferung, wir haben Direktumschlag. Da ist, muss ich sagen, aufgrund der Nähe zu Siemens oder auch zu den anderen Verladern ein sehr großer Vorteil, den wir hier nutzen können. Die Fläche, wie gesagt, die Unternehmen, die uns hier extrem gut beraten, das ist für mich einer der Wettbewerbsvorteile für Hamburg, warum wir sehr, sehr viel Verladung für unser Projektgeschäft hier vor Ort vornehmen. Das Erhalten und Modernisieren der Infrastruktur war ein weiteres Thema der Pressekonferenz. Mit Verabschiedung des Bundesverkehrswegeplans 2030 wurden wichtige Projekte für den Hamburger Hafen in den vordringlichen Bedarf aufgenommen. Und da gibt es in der Tat noch einiges, was verbesserungswürdig ist, wenngleich wir unter den gegebenen Umständen immer noch die besten Voraussetzungen im Hafen haben, was den Schwergutransport angeht. Schwieriger ist es für den gesamten inneren Hafenbereich, in dem etliche Brücken nicht mehr dem Stand der Technik entsprechen. Allein 8 sollen abgerissen und insgesamt 9 zusätzlich müssen instand gesetzt werden. Mit der schrittweisen Modernisierung der Infrastruktur wird der Hamburger Hafen seine Position als Deutschlands größter Universalhafen festigen. Und was den Containerumschlag angeht, bis Jahresende wird ein Ergebnis auf Vorjahresniveau erwartet.